Hallo und herzlich willkommen. Es folgt die Lösung einer Aufgabe zum Thema Break-Even-Analyse. Wir haben es mit einem Unternehmen zu tun, das ausschließlich ein einziges Produkt in Massenfertigung herstellt. Ein paar Angaben sind gemacht worden, wie einmal hier die fixen Gesamtkosten und die variablen Kosten pro Stück mit 8,55 hier und dann eben der Verkaufspreis, für wie viel das Produkt am Markt abgesetzt werden kann. Dann sollen wir als erstes die Kosten- und Erlösfunktion aufstellen. Dazu müssen wir wissen, wie sind denn die allgemeinen Funktionsvorschriften für die Kostenfunktion und die Erlösfunktion. Für die Kostenfunktion gilt, wir schreiben k von x ist gleich und dann brauchen wir eben ein paar bestimmte Werte, einmal die fixen Gesamtkosten und dann rechnen wir immer plus variable Stückkosten, also variable Kosten pro Stück, so ist richtig, genau, mal Produktionsmenge mal x. So machen wir das immer. Fixkosten insgesamt, variable Kosten pro Stück und dann eben mal die Produktionsmenge, für die wir immer x setzen wollen. Dann müssen wir uns anschauen, welche Werte können wir denn da einsetzen. In der Aufgabenstellung sind einmal die Fixkosten gegeben, die betragen 190.000 Euro. Das tragen wir auch gleich so ein. Dann brauchen wir noch die variablen Kosten pro Stück. Da steht geschrieben 8,55 €. Die nehmen wir so mit und dann eben mal x. Das war es auch schon. Eigentlich gar nicht so schwer. Die Kostenfunktion lautet 190.000 plus 8,55 € mal x. Die Erlösfunktion ist noch einfacher. Wir schreiben diesmal e von x hin. Und dann brauchen wir nichts weiter als den Preis, für den das Produkt verkauft werden kann. Die 17,98 €. Wir gehen immer von Nettopreisen aus im Übrigen, also keine Mehrwertsteuer drin, nicht, dass ihr denkt, was sind das nur Bruttopreise, Nettopreise, interessiert uns gar nicht hier. Das ist einfach ganz normal netto der Verkaufspreis. 17,98 € mal x. Man nimmt also immer den Preis einer Ware, eines Gutes mal x. Und da eben der Preis nun in unserem Fall 17,98 € ist, schreiben wir e von x ist gleich 17,98 € mal x. Und das ist die Erlösfunktion. Das war auch schon die Antwort zu Frage 1. Frage 2: Wie viel Stück des Produktes muss das Unternehmen mindestens herstellen und verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen? Ermitteln Sie die Break-Even-Menge. Break-Even-Menge oder Gewinnschwellenmenge berechnen wir immer also durch zwei Möglichkeiten. Einmal können wir die Formel anwenden: Fixkosten durch Stückdeckungsbeitrag. Das ist die eine Möglichkeit, oder wir setzen Erlös- und Kostenfunktion gleich. Wir beginnen erstmal mit der einfachen, schnelleren Variante, mit der Formel Fixkosten durch Stückdeckungsbeitrag. Dann müssen wir als nächstes wissen, die Fixkosten, die sind ja nicht das Problem, aber den Stückdeckungsbeitrag müssen wir zunächst dann noch ermitteln. Und wir müssen halt eben wissen, dass Stückdeckungsbeitrag ist Verkaufspreis pro Stück, also 17,98 € minus variable Kosten pro Stück. Also 8,55 €. Stückdeckungsbeitrag, also Verkaufspreis pro Stück minus variable Kosten pro Stück. Sodass wir dann in die Formel einsetzen können. Wie ihr seht, einmal die 190.000 Euro für die Fixkosten und unten beim Stückdeckungsbeitrag muss nun das eingesetzt werden, was wir soeben festgestellt haben, was der Stückdeckungsbeitrag eben ist. Und das sind der Verkaufspreis pro Stück, 7,98 € minus 8,55 €, denn das ist ja der Stückdeckungsbeitrag. Das müssen wir hier einsetzen. Und wenn wir das alles ausrechnen, dann kommen wir eben auf die folgende Zahl: 20.148,46. Und das ist ein Problem. Wir können nämlich nicht halbe Stückzahlen machen. Wir können nicht 0,46 Stückzahlen machen, sondern wir brauchen hier eine ganze Zahl. Und immer wenn wir diese Situation haben, müssen wir aufrunden auf das nächste Stück. Denn wir können nicht 0,46 Stück produzieren, das ist nicht möglich. Also runden wir auf den nächsten Wert auf und kommen somit auf 20.149. Und das ist auch die Antwort der Aufgabe. Bei einer Stückzahl von 20.149 € erzielen wir den ersten Gewinn. Das ist die sogenannte Break-Even-Menge. Okay, wir machen weiter mit drittens. Nein, ich glaube, ich habe euch versprochen, dass wir das Ganze hier noch die Variante machen mit dem Gleichsetzen. Das ist also, wie gesagt, die eine Variante gewesen, dass man
diese Formel verwendet. Die andere ist, man setzt Erlösfunktion gleich Kostenfunktion. Das sieht dann so aus, k von x ist gleich e von x. Und dann muss man eben die Funktionsvorschriften dieser beiden Funktionen auch nehmen. Man nimmt dann einmal 190.000 plus 855x ist gleich und dann eben Erlösfunktion daneben. Und im nächsten Schritt würde man dann jetzt auflösen nach x. Der erste Schritt besteht darin, dass man die 8,55 € auf die andere Seite bringt. Man muss also rechnen, minus 8,55 € auf beiden Seiten, sodass wir links dann nur noch 190.000 übrig haben. Und auf der rechten Seite steht dann eben das Ergebnis aus 1798x minus 8,55 €. Und das ist 9,43 €. Und im nächsten Schritt müssen wir dann die 190.000 dividieren durch 9,43 €. Und dann bekommen wir Folgendes raus. X ist gleich 20.148,46. Eben genau das Gleiche, was wir hier auch oben mit der Formel berechnet haben. Okay, es geht weiter mit drittens. Wie hoch ist der Stückgewinn, wenn insgesamt 25.000 Stück hergestellt und abgesetzt werden? Da gibt es auch zwei Möglichkeiten, wie wir das berechnen können. Machen wir zuerst die elegantere, sage ich mal in Anführungszeichen, die die Lehrerinnen und Lehrer ganz gerne mal sehen. Und zwar ist das nämlich, wir berechnen zunächst den Gesamtgewinn. Das machen wir über Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten insgesamt, also über die Berechnung Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten. Dazu brauchen wir erstmal den Gesamtdeckungsbeitrag. Um den zu bekommen, brauchen wir zunächst den Stückdeckungsbeitrag. Den haben wir hier oben ja berechnet. 1798 minus 855 ist ja der Stückdeckungsbeitrag. Ich kann es hier gerne nochmal hinschreiben. 1798 minus 855 ist gleich 9,43. Das ist der Stückdeckungsbeitrag. Und wenn ich den Stückdeckungsbeitrag habe, dann muss ich eben den Gesamtdeckungsbeitrag ausrechnen. Und den bekomme ich, wenn ich den Stückdeckungsbeitrag mal Produktionsmenge rechne. Der Gesamtdeckungsbeitrag ergibt sich also aus 25.000 Stück mal 9,43. Und das macht Gesamtdeckungsbeitrag 235.750 €. Und im nächsten Schritt muss ich rechnen, Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten. Und gebe dann eben diesen Wert hier ein und rechne minus den Fixkosten von 190.000 € und komme somit auf einen Gewinn insgesamt, also von 45.750. Okay, das ist der Gesamtgewinn. Und gefragt war aber nach dem Stückgewinn, also muss ich noch im nächsten Schritt 45.750 teilen durch die Produktionsmenge 25.000 Stück und komme somit auf einen Stückgewinn in Höhe von 1,83 €. 1,83 €, genau. Das ist die eine Variante gewesen. Das ist die die Lehrerinnen und Lehrer gerne sehen, weil die auch in der Abschlussprüfung so gefragt wird, dass man eben so mit dem Deckungsbeitrag, mit dem Gesamtdeckungsbeitrag eben arbeiten kann. Es gibt aber noch eine andere Methode, indem man einfach sich fragt, wie komme ich an den Gesamtgewinn ran? Naja, ich brauche erstmal alles, was ich bekomme und dann alles, was mich das kostet. Ich kann also zunächst den Erlös berechnen, mithilfe der Erlösfunktion, die ist ja hier oben gegeben, 1798x. Hier oben haben wir sie berechnet, Erlösfunktion 17. 98x, also berechne ich erstmal alles das, was ich bekomme bei 25.000 Stück, was ich dann an Umsatz mache. Das sind 1798 mal eben 25.000. Wenn ich das so eingebe, kriege ich wie viel raus? Muss ich mit dem Taschenrechner kurz machen. So, da kriege ich raus 25.000 mal 1798. Wir bekommen also zunächst 449.500. Tragen wir hier ein. So, das ist alles, was wir bekommen sozusagen. Und dann ziehen wir davon das ab, was uns das alles kostet. Dazu müssen wir in die Kostenfunktion einsetzen. Ja, wir brauchen also jetzt die Kostenfunktion hier. Ich kann sie mal kurz runternehmen. Und dann hier auf der rechten Seite das Ganze mal machen als Nebenrechnung. Haben wir die Kostenfunktion und fragen uns, was kostet uns denn der Spaß, wenn wir 25.000 Stück produzieren, also setze ich in die Kostenfunktion.
25.000 ein und berechne dann das Ergebnis. Ich rechne 25.000 mal 8,55 plus 190.000. Komme somit auf Kosten in Höhe von 403.700. So, nun habe ich insgesamt das, was ich bekomme und das, was ich bezahle. Wenn man so möchte, jetzt so pauschal gesagt, sage ich mal. Und jetzt können wir das in den Taschenrechner eingeben. 449.500 minus 403.700. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommen 45.800 raus. Und da ist ein Fehler. Richtig wäre 45.750. Ich gucke mal kurz, wo der Fehler ist. So, ich habe ihn gefunden. Hier bei der Kosten, bei den Kosten ist was falsch gewesen. Da fehlt mir ja was. Ich habe wahrscheinlich falsch eingetippt. Machen wir es nochmal. Also wir haben 25.000 mal 8,55 ist gleich plus 190.000. Und wir kommen auf 403.750. 403.750. Und wenn wir jetzt rechnen, 449.500 minus 403.750, kommen wir auf die richtige Lösung. 45.750 Gesamtgewinn sozusagen. Und dann teilen wir wieder, wie hier oben, 445.750 geteilt durch 25.000 und kämen dann auf den Gewinn pro Stück. Wie gesagt, also hier vielleicht für euch die einfachere Methode, dass ihr einfach wisst, insgesamt das, was ich bekomme und das, was es mich kostet, wenn ich das von dem abziehe, dann bekomme ich eben den Gewinn. Der nächsten Aufgabe ist gefragt, wie hoch ist der Stückgewinn, wenn insgesamt 15.000 Stück hergestellt und abgesetzt werden. Und wir wenden dann wieder die elegantere Form hier an, Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten. Genau das gleiche, was wir oben gemacht haben, diesmal aber mit 15.000 Stück. Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten würden wir wieder eingeben. Stückdeckungsbeitrag mal Produktionsmenge, diesmal ist die Produktionsmenge 15.000 Stück. Also 15.000 mal Stückdeckungsbeitrag 943 und dann hätten wir den Gesamtdeckungsbeitrag. Das ist ja das, was hier rauskommt, ist der Gesamtdeckungsbeitrag. Und davon würden wir abziehen wieder die Fixkosten 190.000 Euro. Das wollen wir mal insgesamt so berechnen. Wir geben also 15.000 Stück mal 9,43 Euro. Und spätestens jetzt merkt ihr schon, da stimmt was nicht. 141.450 minus 190.000. Oh je, was ist hier los? Wir haben einen Verlust erzielt. Denn wir haben es offenbar nicht geschafft, unsere Fixkosten zu decken mit dem Verkauf unserer Produkte, kann ja sein. Und eben dieser Verlust ist also keine Gewinnsituation. Wir müssen das Ganze jetzt noch, um den Stückverlust sozusagen zu berechnen, wir haben ja kein Stückgewinn, müssten wir das Ganze noch durch 15.000 Stück teilen. Und pro Stück verlieren wir eben 3,24 Euro. Und das ist auch die Antwort zur vierten Aufgabe, habe ich extra deswegen eingebaut, damit ihr seht, es ist nicht immer eine Gewinnsituation gegeben, sondern wir können natürlich auch Verlust erzielen. Gut, damit sind wir dann auch fertig. Ich hoffe, die Aufgabe hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch sehr freuen. Vergesst doch bitte nicht, mich zu abonnieren. Macht's gut und bis zur nächsten Aufgabe.